Hast du jetzt gerade eine Aufnahme gestartet? Ja, hallo Ja, Stefan. ohne was zu sagen. Okay, meine beginnt jetzt ein paar Sekunden später. Entschuldigung. Jo, genau, entschuldige dich. Es soll dir leid tun. Nee. Na gut. Dann halt Ich habe nicht. vergessen, dass du auch noch aufnimmst. Ja, Entschuldigung. Ja, an dieser Kooperation mit dem gemeinsamen Let's Play zur gemeinsamen Zeit rausbringen müssen wir noch arbeiten. Ach, ich finde das nicht so schlimm. Ich fand das auch total witzig, dass jetzt hier eben von Kapschule hinten gelacht wurde. Ich finde, das ist immer so. Ja, weißt du, das ist da nicht so gestellt, weißt du? Das ist dann so völlig. Was meinst du, wie. Oh, da ist ein Weißer. Schon Was wieder. meinst Langsam du? regen die mich auf, die blöden Kackviecher. Nö, es geht. Wir sind zu zweit. Ja. Das ist genauso wie Newland sich zwar einmal beschwert, du hast schon wieder eine Aufnahme gestartet, ohne mir Bescheid zu sagen oder so. Ich finde das gerade lustig, ey, weißt du, weil da kommen dann immer so Sachen raus. Die, ja, die sind so Genau. Los, natürlich. Klo. Was, Klo? Oh. Pass auf, triff nicht die Sau. Da ist ein Meister. Der weiß nicht, wen er zuerst nehmen soll. Oh, hier ist richtig viel los. Ach du grüne Neune. Doch, du beschwerst dich gerne, wenn ich sag. Hallo und herzlich willkommen hier bei Life in the West. Und dann, du hast schon wieder nicht Bescheid gesagt, dass du aufnimmst. Und ich liebe das. Ich liebe das. Nein, ich schwindel nicht, Newland. Für die, die sich jetzt wundern, hä, mit wem redet sie da? Ja, Stefano Und? streamt ja nebenbei. Ja, habe ich gesehen, die Stelze, die. Au, Wer? Bär! Das Bandybier. Ein Teddybär. Teddy. Ah nee, das war doch nicht Bandybier, weil, weißt du warum? Den haben wir gerade umgebracht und ich möchte Bandybier nicht umbringen. Das war Bruno, der bayerische Bär. Bruno, der bayerische Bär. Der hat Bär. dasselbe Schicksal erlitten. Was essen Piraten am liebsten? Was sind das hier für komische Geräusche? Krähen? Der Bauch stimmt. Oh, Weißer. Ja. Oh, noch einer. Also ganzes Rudel hier. Ja. Oh, ruckel doch nicht jetzt. Weißer ist weg. Baby. Ja, und die anderen zwei sind auch platt. Oh nein, da vorne ist noch mehr. Oh Gott, das wird alt. Ja. Dann. Kapern. Was essen Piraten am liebsten? Kapern. Oh, süß. Ich finde das total süß. Die Piratenwitze, Ich finde die super. ja. Ich glaube, wir haben jetzt hier dann demnächst mal jeden fucking weißen Wolf, der hier auf der Karte spawnt, getötet. Nee, wir sind auch an welchen vorbeigegangen. Ja, an ein oder zwei. Und das könnte der dritte sein. Braucht ihr Hilfe? Soll ich euch entgegenlaufen? Nö, ist alles gut. Hätte ich das mal nicht gesagt jetzt. Na, jetzt bereue ich es, dass ich das gesagt habe. Oh. Blöder Hund. Jetzt geh sterben hier. So, die Schnauze voll. So. Geht doch. So, alles super. Ha. Oh, guck mal, Pumba. Hast du ein Level Oh. 3 Zimmermann schon oben? Ich habe noch gar nichts hier. Hier ist ein Ding im Wasser. Ja, das ist schön. Wolf hinter dir. Weg. Die haben mich aber alle zum Fressen gern hier. Hier ist Wasser und ein Schniedel im Wasser. Bis. Ja, ein krummes Ding. So, Wasser ist schon mal gut. Wir müssen rechts dem Wasserlauf folgen.
Mama, darf ich später Pirat werden? Klar, aber nur wenn du brav bist. Na toll. Toll. Den fand ich jetzt nicht so geil. Füttere mich mit mehr. Oh, 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 la, hala, bulala. Das macht nichts, so, die Wölfe können nicht schwimmen. Wir müssen trotzdem rüber auf die andere Seite und da auf der anderen Seite einmal hoch, weil da hinten am Wasserfall können wir nicht direkt hoch. Das ist arschkalt, ne? Da zieht sich mir alles zusammen, wenn ich in so kaltes Wasser steige. Bei dir auch? Kai, du hast mir die Rüstung mitgebracht, oder? Nein. Wieso nicht? Ich hab dir gestern gesagt, du sollst deine Sachen... Oh nein! Ich hab dir gestern gesagt, du sollst die Sachen mitnehmen. Ich war gar nicht mehr da unten. Noch einer. Noch einer. Halsmaul, ey. Tschüss. Nein, 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 nein. Sorry, ich muss einmal Richtung Wasser. Oh! Okay. Ich habe mich mit den Hunden unterhalten. Ich sag, da will ich scheiße sterben, da will ich sterben. Bist du im Wasser? Ja. Gut. Oh! Sterb jetzt bloß nicht. Im Wasser kann dir nichts passieren. Hallo? Ja? Ich bin gleich fucking tot. Warum? Oh! Du kannst dann, wenn du im Wasser bist. Ja, ich bin jetzt tot. Warum? Nein. Ich bin tot, weil ich die ganze Zeit durch dieses seichte Wasser gerannt bin. Mann! Yeah. Nicht durchs. Du musst dahin, wo du schwimmen kannst. Das ist. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wie denn, wenn da nichts ist? Bist du? Ich bin im Grunde schräg hinter dir zum Wasserfall runter, vorm Wasserfall. Oh nee. Ja. Ah. Bevor es den Wasserfall runtergeht oder unten am Wasserfall? Oben am Wasserfall. Ah, ich habe dich jetzt unten am Wasserfall gesucht. Hast du Ersatzrüstung, die du anziehen kannst? Weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Ganz zu Hause? Ja. Nein. Ja. Kapschule, ich glaube, es ist doch besser, wenn du kommst, um uns zu holen. Mann, ey. Stefan, sammelst du das Zeug auf von Tai oder nicht? Ja, es ist momentan halt gerade dunkel. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Scheiße. Bleib am besten da, wo sie gestorben ist. Ja, ich finde doch nie wieder den Weg, ey. Moment, ich rüste mich kurz aus und dann komme ich gleich. Das ist viel zu warm. Die Rüstung ist zu warm. Die Rüstung ist zu warm. Es hätte mir ja klar sein sollen. Habe ich hier noch irgendwas zu essen? Oh, scheiße. So, das. Doch. Oh, es ist alles verfault. Oh nein. Das mache ich auch nicht. Oh. Aber du musst mal ein bisschen vorsichtiger sein, Teil. Okay. Ich war vorsichtig. Ja, jedes Mal stirbst du komischerweise. Also Tai, ich hab dein Zeugs alles. Mann, wie so eine Scheiße hier wieder. Warte, ein Trinkschlauch noch. Weil das Ding ist nämlich, kann ich nicht auch Ambrosia essen, um satt zu werden? Das weiß ich nicht, ob das sättigt. Das teste ich jetzt, weil das Ding ist nämlich, wo ist mein ganzes Ambrosia? Ach da. Das Ding ist nämlich, ich bin die ganze Zeit vor diesem Viech weggerannt. Und dachte vielleicht, Stefan knallt ihm von hinten eins. Ja, bloß ich wusste nicht, wo du hingelaufen bist. Das war... nee, Ambrosia sättigt nicht. Ein unschlagbares Team. Ich warte noch ganz kurz, bis es ein bisschen heller wird. Dann komme ich euch entgegen. Ja, uns entgegen. Du musst Tai aus der Wüste abholen. Weil Problem ist, ich kann hier im Moment... Ich bin überladen. Ich kann mich nicht immer bewegen. Stefan, du weißt ja, wo du hin musst, oder? Ich kann mich weder verteidigen, noch kann ich laufen. Ja, ich, ungefähr. Also. Wo bist du? Mach mal kurz einen Stream. Am Fluss, am Wasserfall. Dann komm ich zu dir. Geh Richtung Tai. Ich geh dann da langsam hoch. Da,
Ich sehe gar nichts. Ich muss mir einmal schnell was zu essen. Okay. Du hast gerade deine Map aufgemacht. Du bist komplett falsch, Stefan. Du musst viel weiter hochlaufen. Ich weiß, dass ich weiter hochlaufen muss. Wir sind aber da unten. Jetzt beruhigt euch. Wir sind da unten wo lang gekommen, wo nur Steilwände nebendran waren. Weil wir direkt an der Mauer unten lang gelaufen sind. Warte, habe ich hier nicht. Ah, ich habe keine normale Rüstung. Oh, shit. Scheiße. Ja, Tai, ich muss noch kurz warten, bis es hell wird, weil. Ja. Ja, man sieht hier gar nichts. Man sieht null. Ich habe auch nicht so eine grüne Leuchtfackel wie ihr. So, sorry, ich muss kurz was schreiben. Jetzt schreibt mir nämlich Vanitasse. Affe, ich brauche Ausrüstung. Ja, witzlos. Ich habe keine gerade. Ich bin gerade gestorben. Ah, was ist das denn hier? Fellhandschuhe, Wasserfall. So. Ja. Ähnlich, ich muss in den Nord meine. Saven. Stefan, du bist auf jeden Fall gleich da. Komm bitte mit. Ich habe mich hier seit längerem nicht von der Stelle bewegt. Da vorne ist schon wieder so ein Kackbeißerwolf. Ah, jetzt wollte ich ohne Essen rumrennen. Ich versuche gerade Vanitas zu überreden, dass er mit mir geht. Oh, wir sind echt nur Wölfe. Überall. Oh, Kacke, jetzt will er nicht in den Norden. Arsch, ey. So, mittelschweres Stiefelfutter. Vanitas, ey. Scheiße. Fellhandschuhe. Was lachst du? Ich bin traurig. Warum? Mann, ey. Kacke. Das absolute Scheiße ist das, ey. Du bist ganz unten, Teil, oder? Bei Eurobase. Ja. Oh Gott. Mittleres Handschuhfutter. Wo ist denn das? Ich würde auch ungern jetzt losrennen ohne... Das heißt, du brauchst das? Eine halbe Stunde, bis du hier oben bist. Stefano, wo bist du? Ich bin schon 2 Meter weiter gekommen und habe gerade einen Rudel von 4 Wölfen platt gemacht. Oder waren es 3? Auf jeden Fall waren es viele Wölfe. Wenn mein Bogen aufgibt, dann ist überladen, echt Arschkarte. Das ist ein Traum. Mach mal kurz deine Map auf, dann laufe ich dir entgegen und helfe dir. Du sollst Tai abholen gehen. Es dauert so eine halbe Stunde, bis Tai im entferntesten in der richtigen Richtung ist. So, macht es Sinn, am Fluss zu bleiben oder macht es eher Sinn, den Abschneider oben hochzunehmen? Sonst bring meine Sachen nach oben. Weiß ich nicht, da wo du bist, war ich noch nie. Jetzt habe ich mir die 2-mal gecraftet, verdammte Axt. Warum? Schön. Das ist doch echt super. Ich freue mich hier gerade ganz doll. So, jetzt muss ich mir den Schmarrn hier nochmal machen. Mittleres Gamaschenfutter. Da. Oh. Nein. Ich bin traurig und sauer. Ich hole dich gleich ab, Tai. Und dann machen wir das zusammen und dann kommst du wohlbehalten hierhin. Sehen wir ja dann. Naja, zumindest hast du dann einen Führer, der sich im Norden auskennt. Auch wenn seine Lotsenfähigkeiten nicht so wahnsinnig toll sind. Ach, scheiße.
Ich irgendwie sagen, werden wir dann helfen. Irgendwie. Ja, meine Güte. Ah, da drüben sehe ich, ist ein großes Haus gebaut. Ich will kein dem Stiefelfutter. Dem unteren ich von dir nicht ganz unähnlich mit den Erkern. Ja, genau. Das bin ich. So. Ich nehme jetzt. Ich nehme jetzt deine Rüstung da auch mit jetzt, ne? So. Ich weiß nicht, ob ich mit 100 Pfeilen auskomme. So, wie laufe ich jetzt am besten? Wie laufe ich jetzt am besten? Zu den Spinnen, dann gerade durch die Wüste an dem tiefen Loch vorbei, also das links dran vorbei, das Loch an rechter Hand lassen. Den Lagern aus dem... Kannst du mir da nochmal sagen gleich. Ich laufe jetzt erstmal zu den Spinnen. Das ist ja ein Traum, ne? Was machen denn zwei Schafe, wenn sie wütend sind? Rumbrüllen wie Tai? Meckern? So. Und man kann sich hier jetzt dann einfach irgendwo ein Bett aufstellen, hast du gesagt? Jo, Stefan, wenn du mal mir kurz folgst. Ah, halt's Maul, ey. Hier zurück. Hier ist übrigens der Ursprung dieser Base. Aha. Ich habe mich hier in dieser Höhle versteckt. Mhm. Und dein Bettchen findest du hier. Ich hab ein Bett. Ach ja, so. Ich nehm doch nicht so ein Gummelbett. Okay. Ich muss ja weg, ey. Nee, ich hab dir ein fortschrittliches Bett gebaut auch. Ein fortschrittliches Bett? Hier okay, dann schau ich mal rein. Bett. Da sind nur zwei Gummelbetten drin. So, wo? Genau, das kannst du hier daneben stellen. Halt's Maul! So, wo ist mein Bett, was ich mir extra gecraftet habe? Da. Gott, ey, jetzt bin ich wieder fast gestorben. Es ist doch echt zu kotzen heute mit mir. Tai, wir treffen uns bei dem Eingang, wo man in das Steppengebiet kommt, okay? Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Ich muss mich einmal... Oh. Oh, fuck. Ich bin kein guter Nahkämpfer. So. Ja, hör auf mich zu verkrüppeln hier, du blödes Stück Scheiße. Mhm. Deine Wände sind nicht sonderlich schranktauglich bis jetzt. Was meinst du? Deine Wände sind nicht besonders schranktauglich, sag ich. Könnte sein, ja. So. Weil ich habe zwei Geschirrschränke von mir und zwei Geschirrschränke von Tai dabei. Du, Stefan, tu dich ausbreiten, wie du möchtest. Ja. Die Base ist, wie gesagt, Version 1.0. Also, tu dir keinen Zwang an. Oh, meine Fresse. Also, gleich ein Kollaps, ne? Ich bin nämlich noch so wütend, weil ich gestorben bin, dass ich den Weg hier hoch nicht geschissen krieg. Ich bin jetzt an der Spinnhöhle? Oh, du bist aber ein bisschen falsch abgebogen. Oh, anscheinend. Ich hol dich ab, Tai. Sonst wird es nix. Ich krieg auch gerade ein bisschen den Hals. Die sind ja alle absolut scheiße. Okay, ich gehe hier jetzt wieder weg.
Oh, ich sterbe gleich an Überhitzung. Perfekt wär's, wenn du gleich beim Eingang wärst. Zum Steppengebiet. Ja, ich muss den anderen Weg gehen, aber hier sind so Viecher und ich bin ein bisschen überfordert, gerade mit mir selbst hier. Ich laufe jetzt wieder zurück. Jetzt rennt mir wieder irgendein Viech hinterher. Ich weiß nicht, was es ist. So. Also irgendwie ist heute nicht mein Tag. Oh Gott. Oh. Nee, wir kriegen uns nicht in die Wolle. Nur irgendwie ist hier jeder heute ein bisschen sensibel, glaube ich. So, hier ist das... Ach so, wie komme ich denn hier am besten runter? Okay, das ging. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, dann gehe ich... Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Das sind nur wieder diese blöden Muddis. Die Muddi ist weg. Okay, Schränke kann man leider nicht wieder aufheben. Oh shit. Oh, Halsmaul, du Mistviech. Boah, ist das gefährlich hier. Hast du Pfeile? Kann mich wieder bewegen, juhu. Ich bin Rennernahkämpfer. Ich habe fast gar keine Pfeile. Wobei, den Gerber könnten wir gleich, du hast ja gesagt, du hast so ein Gerber-Dings aufgeschickt. Genau, dann hänge ich ihn gleich an den Gerber-Tisch ran. Jutti. Also, bei der neuen Base suchen wir auf jeden Fall noch extrem nach Mitarbeitern. Das heißt, ich werde demnächst so eine Bewerberphase starten. So. Okay, ich bin jetzt gleich bei den Spinnen. Ja, das ist auch echt ein Problem, wenn man mich alleine losschickt, dass ich den Weg dann finde, ist ein Traum. Du weißt ja, wo der Eingang ist, oder? Welcher Eingang? Weiß ich nicht. Stadtgebiet. Nee, ich bin jetzt erstmal bei den Spinnen gleich. Ja. Beim Spinnenaufgang, ja. Genau, beim Spinnenaufgang, genau. Das ist die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Ich habe Conan nie so viel gespielt wie ihr. Und weiter alleine bin ich eigentlich auch nicht wirklich gelaufen. Ausreden zählen nicht. Also. Ich laufe jetzt erstmal hier hin und gehe gleich in diesen in dieses Wüstenabteil. Okay, das war nichts. Wie ich vorhin schon zu Stefano gesagt habe, ich würde nicht empfehlen, ohne Stahlrüstung und Stahlequipment hier in dieses Gebiet zu gehen. Mhm, sagtest du. Ich bin recht gut durchgekommen. Jo, dann hattest du Glück. Oh Mann. Anderen so, in Skill. Ich bin jetzt hier. Wüstende, Anfang Wüste. Ich glaube, ich weiß ungefähr wohin. Ich nehme mir mal ein paar Stöcker mit, weil ich glaube, ich werde mir Pfeile basteln müssen. Okay. Du brauchst nichts mit den Pfeile. Ich bin kein guter Nahkämpfer. Bin ich ehrlich nicht. So. Ja, also ich bin ziemlich gut gerüstet, aber kann natürlich nichts versprechen. Ich habe ja auch nur eine mittelschwere Rüstung.
So, jetzt mal meinen schönen Bogen, meinen makellosen hirkanischen Bogen hier lassen. Weil ich den hier nicht reparieren kann. Weiß, hier muss ich jetzt lang. Ja, Stefan, da brauchen wir einen entsprechenden Mitarbeiter dafür. Ja, ja, ist mir klar. Ja. Hier sind gerade zum Glück nicht so viele Viecher. Ja, weil wir alles gekillt haben auf dem Weg hier, ja? Ja, Gott sei Dank. So, die Rüstung hat auch fast nicht gelitten. Zwei Kelten laufen durch einen Schneesturm, sagt der eine zum anderen. Scheiß Kälte. Sagt der andere, selbst scheiß Kälte. Okay. So, ich bin an der Zwischenbase von Cat. Also passt. Okay, da bist du erst. Was heißt erst? Ich habe mich ja erst verlaufen, ne? Ich bin ganz ehrlich, koordinieren ist nicht meins. Weißt du, wo es hier hochgeht, zu diesem Steppengebiet? Ich glaube ja. Ah, warte, ich laufe dir entgegen. Machen wir es so. Das ist nett. Kann ich da meinen Bogen eigentlich reparieren oder soll ich mal, ich nehme einfach den zweiten Bogen. Daniel hat hier oben tatsächlich ausreichend Bögen gemacht. Das Problem ist, wir haben... Ich brauche jetzt aber gleich... Ja, okay, dann... Pfeile sind ja das Problem. Ich kann ihn hier nicht reparieren, dann nehme ich mal den Bogen sicherheitshalber mit. 47 Pfeile. Oh. Okay, was brauche ich jetzt für die Steine und... Oh, das ist ja... Gut, also Äste sammeln und Steine. Und hier hätten wir noch... Geh weg. Du musst dann oben, Tai, unbedingt deinen Spawnpunkt updaten. Mhm. Nicht, dass wir das ganze Dilemma nochmal haben. Mhm. So. Ich laufe jetzt zu diesem Übergang. Oh, was? Ich bin echt ein Trottel heute. Bisschen neben der Spur? Du, das war alles super. Alles war super, bis auf einmal diese Viecher gekommen sind und ich versucht habe wegzurennen und ich einfach nur ewig viel Scheiß am Hals kleben hatte. Ja, wenn du weiter in die Richtung gelaufen wärst, dann wärst du gleich in die nächsten vier Wölfe reingelaufen. Also von dem her... Alles gut. Wo bist du jetzt, Tai? Wo? Hier ist ein Durchgang. Wo sind wir dann langgelaufen? Wir sind oben lang rübergelaufen zur Tier 2 Base. Und wenn du dann nicht dahin läufst, wo wir unsere Mitarbeiter sammeln, sondern quasi rechts rum, dann geht es links so eine Sanddüne hoch. Und dann mehr oder weniger fast gerade hinter. So ein bisschen tendenziell rechts halten. Bin ich ja mal gespannt, ob sie das... Nein. Es hat sich schön angehört, Stefan. Aber ich glaube nicht, dass sie es... Ich sehe hier am Anfang der Brücke, sehe ich die Brücke und zwei Wasserfälle auf der anderen Seite. Brücke und zwei Wasserfälle auf der anderen Seite. Da sind wir das erste Mal lang. Du kannst unten am Fluss lang gehen zu den Wasserfällen und dann schauen, wo du da relativ weit hinten an der Wand, ob du da irgendwo hochklettern kannst. Achso. Das war das, was wir das erste Mal gemacht haben. Da sind wir zu der von Cat Space zur Tier 2 Base und dort unten den Wasserfall entlang. Kannst du dich rein, den Fluss lang. Und sind da dazwischen drin irgendwann einmal hochgeklettert. Nein. Wie wir rübergegangen sind, war es kein Problem. Ihr wollt nicht wissen, was hier los ist. Da ist der Felsen vom König der Löwen. Was? Oh Mann, ey. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ja, schön.
Oh Gott. Am Felsen vom Ich König gehe des jetzt mal Löwen. hier. Warte mal. Halt die Fresse, du Kackviech, ehrlich. Oh nein. Hier ist eine kleine Prahlfels. Ich bin am Prahlfels. Oh Gott. Keine Ahnung, was ein Prahlfels ist. Südadvento, Da ist ein Jaguar. Ich komme her. Knochenflickerlager. Ich gehe zurück. Ich warte da unten am Eingang von der. Ich gehe dann ganz bestimmt nicht alleine lang. Ich finde den Weg Ja. niemals. Wo wartest du? So, ich gehe jetzt wieder der Aufgang von Cat Space. Oh, keine Ausdauer mehr. 20 Viecher, die mich angreifen. Bleib einfach bei Cat Space. Bleib einfach dort. Ich hole dich ab. Nicht bewegen, einfach dort Ja, bleiben. erst einmal lebendig Jetzt muss ich dahinkommen. erstmal versuchen zu fliehen. Jetzt muss ich erstmal fliehen. Oh Gott. Irgendwo zwischen die Steine durch, dann sind die meisten Viecher leicht irritiert. Das ist ein bisschen schwierig auf offener Ja. Fläche. Weißt du, da ist ja diese riesengroße Brücke, ne? Der Wenn du Aquädukt, von ja. Cat Space. Ja, genau. Und da so in der Nähe bin ich. Das ist auch ein Lager. Wir treffen uns entweder bei unserer Tier 2 Base oder bei Cat Space. Ich gehe jetzt zu Cat Space zurück. Ja, Also. macht genau, perfekt. Oh, es ist krank, ey. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ach, da ist doch die Tier 2 Base. Da gehe ich jetzt hin. Ja, bleib dort, ich bin auch gleich da. Und da markiere ich jetzt erstmal den Spawn. So, da mache ich jetzt erstmal meinen Spawn. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich bin auch da. Das ist wie ein Krimi und im Stream sieht's keiner. Das ist eigentlich schon sehr traurig. Und die Leute können mir nur zugucken, wie ich hier dumm Holz hacke. Meine Güte, danke, dass du gekommen bist. Oh, danke. Aber jetzt musst du trotzdem noch kurz ein Minute warten, weil ich kurz Jetzt pipi beende ich muss. diese Aufnahme. Gott. Also, es Okay. tut mir leid für schlimme Ausdrücke, die ich von mir gelassen habe, von Wutausbrüchen, von leck mich doch am Arsch, ey. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich jetzt endlich oben im Norden irgendwann ankomme in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.